Itt állunk egy kiváló bécsi borozóban, ahol perceken belül megérkezik Sebastian Kurz, Ausztria volt és leendő kancellárja is. Az őt éltető tömeget arról kérdezzük, hogy vajon Sebastian Kurz-e az új Orbán. Most megtudjuk. Nein, er ist nicht der Neue, überhaupt nicht, nein. Er ist der Sebastian Kurz. Orbán ist ganz was anderes. Ja. Das ist nicht notwendig. Der Kurz ist ein Kurz und der Orbán ist ein Orbán. Ne? Ich glaube nicht, dass man es vergleichen kann. Finde ich maßlos übertrieben. Nur weil man mit zwei, drei Ideen übereinstimmt, ist man nicht gleich der zweite Orbán. Ich meine, er hat schon recht, was ist mit den Ausländern das alles? Das war ja auch sein Verdienst, dass wir das gestoppt haben, mit dem Kurz zusammen, nicht? Der würde es radikal machen, vor allem will er keine Ausländer haben und nichts. Der würde im Gegensatz zum Orbán nie die demokratischen Regeln dazu missbrauchen, seine Machtherrschaft auszuweiten, nur damit er die Demokratie unterjocht und keine Scheindemokratie wird. Nicht ganz, weil der Orbán hat ja ein bisschen ein paar Sachen, die nicht so ganz legal sind. Also nein, also Sie kommen ja aus Ungarn, Sie müssten es, glaube ich, besser wissen. Also ich sehe nicht, wo unsere Pressefreiheit beschränkt sein sollte. Man kann zu Sebastian Kurz gehen und ihm seine Meinung ins Gesicht haben, sagen... Sehen Sie es nicht so. Für uns ist nicht, weil er ist ja durch und durch demokratisch und das hat er gezeigt, dass ihm die Stimme des Volkes immer sehr wichtig ist. Er hört auf das Volk und da sehen wir keine Tendenzen, die irgendwie besorgniserregend sind. Im Gegenteil. Was man aus der internationalen Presse über Orbán hört, der ist schon gefühlt doch ein Stückchen weiter rechts, als ich jetzt Herrn Kurz sehen würde. Ich halte den Orbán nicht für schlecht. Das ist ein ungarischer Politiker, der seine Sache sehr gut macht. Ich glaube, Orbán ist schon wahnsinnig nationalistisch. Ja. Er sieht die Dinge sehr radikal. Es tut mir für Ungarn leid. Jede Partei hat eine gewisse Linie. Und es kann schon sein, dass die ÖVP der Linie der Partei von Orbán näher ist als vielleicht andere. Und dem Orbán möchte ich gern sagen, er soll ein bisschen auf den Kurz sich ein Vorbild nehmen am Kurz. Es geht auch so, nicht? Ist halt die Partei für Orbán ja die FPÖ. Meiner Meinung nach, ja. Úgyhogy most át is megyünk a választáson. Óriási bukó FPÖ buliára, hogy megkérdezzük, hogy ez tényleg így van-e. Viele sagen in Deutschland, dass der Sebastian Kurz der neue Orbán sei. Stimmen Sie dazu? Bullshit. Kann er in Orbán nicht einmal die Hand reichen, bitteschön? Nein. Dann warum nicht? Unsere Kickel. Der schon. Kurz ist nicht FPÖ. Ist ein schlechter Vergleich. Nicht ganz. Mit den Grünen kommen wieder mehr Flüchtlinge. Nein, das glaube ich nicht, weil Sebastian Kurz ja jetzt mit den Grünen höchstwahrscheinlich koaliert. Und das bedeutet dann einen Linksruck, das bedeutet wieder offene Grenzen, das bedeutet Massenmigration. Also Sebastian Kurz dreht sich immer so, wie er es gerade braucht. Nein, eigentlich nicht. Er ist, der Kurz, unser Kurzi, hat auf EU-Ebene sehr ein großes Know-how, aber für Österreich wird er, sage ich mal, nie ein Orbán werden, weil er viel zu weich und sehr sprunghaft ist. Würde ich schon sagen, aber er ist ein jüngerer Politiker und vielleicht denkt er deswegen so, eine persönliche Meinung, aber er hat sowas gebracht. Also meine Mutter mag ihn nicht, aber ich würde ihn auch wählen. Weißt du, wie ich nenne Sebastian Kurz? Pinocchio. Die großen Uhren hätte er schon. Und würde bei jeder Lüge die Nase wachsen, würde er hier nicht durchkommen. Ich stehe auf euren Chef.
Ich schätze auch den Orban, weil ich ihn persönlich kenne. Nummer eins. Nummer zwei, ich schätze auch den Kurz, aber für mich ist er irgendwie, ich muss ehrlich sagen, machtgeil. Er will alles an sich ziehen. Er will der Machtmensch hier in Österreich sein. Vielleicht so wie der Orban, aber wie auch immer.